sowas machen Sachen. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Jetzt wollen wir unseren Zaun auch platzieren, den wir erstellt haben. Zwischendrin fällt mir auf, ich habe einen Teil vergessen, einfach die Endstücke, dann wenn halt Zaun auf Wand trifft. Weil wenn man die Stange einfach so in die Wand reinrammt, das sieht ein bisschen doof aus. Ich habe noch ein Endstück, das ich noch machen werde. Ja, und das entspannt euch ein bisschen bei dem Video, genießt die Musik und guckt zu, wie ich diesen wundervollen Zaun einmal rundherum platziere. Viel Spaß dabei!